Du hast bereits eine Firma gegründet und überlegst, ein zweites Unternehmen zu gründen. Oder du willst gleich mehrere gründen und fragst dich, was die Obergrenze ist und wie diese Unternehmen genau verwaltet und abgerechnet werden. Da werde ich dir heute mit diesem Video einen guten Leitfaden geben. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge. Unsere Aufgabe ist es, bundesweit Menschen dabei zu helfen, ihre Firma zu gründen, erfolgreich zu etablieren und dann später auch mit einem hohen Wert zu verkaufen. Die Frage, wie viele Unternehmen du gründen kannst, lässt sich am besten mit diesem kleinen Schaubild erklären. Denn dieses Schaubild zeigt, welche Einkunftsarten es in Deutschland überhaupt gibt und wo die einsortiert werden. Und die große Frage ist natürlich, in diesen jeweiligen Gebieten, wie viele Gründungen, wie viele Projekte, wie viele Vorhaben kannst du selbst entweder gründen oder daran beteiligt sein. Die erste Einkunftsart, mit der fast alle Menschen in das Wirtschaftsleben eintreten, ist die sogenannte nicht-selbstständige Arbeitsform. Das heißt, du bist abhängig beschäftigt, kriegst irgendwo deinen Lohn und Gehalt und zahlst dann Lohnsteuer und machst am Jahresende noch deine Einkommensteuererklärung. Wenn du allerdings studiert hast und einen akademischen Beruf erlernt hast und möchtest dich jetzt als Rechtsanwalt, als Arzt oder als Architekt selbstständig machen, dann fällst du in der Regel in die Kategorie der Freiberufler. Und die Freiberufler wiederum fallen in die Einkunftsart der Selbstständigen. Und die melden einfach beim Finanzamt ein Einzelunternehmen an, einfach durch die Steuernummerbeantragung und sind dann selbstständig. Und klar, kannst du natürlich Arzt sein mit einer Arztpraxis, du kannst aber auch als Freiberufler tätig sein, nebenbei als Künstler. Das heißt, du hast dir beliebig viele Möglichkeiten als Freiberufler auch Einkünfte zu erzielen und gründest damit dann immer ein Einzelunternehmen als Freiberufler. Die dritte Möglichkeit ist, dass du ein Gewerbe anmeldest. Also beispielsweise möchtest du Produkte einkaufen und verkaufen. Du möchtest Produkte herstellen und verkaufen. Oder du möchtest deine Dienstleistungen verkaufen, wie zum Beispiel der Handwerker auch seine Handwerksdienstleistungen verkauft. Dann führt dich der Weg in der Regel immer zum Gewerbeamt und du meldest dort dein Gewerbe an, holst dir beim Finanzamt die Steuernummer und der Handwerker geht noch zur Handwerkskammer. Die vierte Möglichkeit ist, dass du sagst, du möchtest ganz gerne Fische züchten oder Landwirtschaft betreiben, Land- und Forstwirtschaft. Dann kannst du in diesem Segment auch deine Unternehmung anmelden. Die fünfte Möglichkeit ist, dass du entweder Immobilie besitzt oder selbst gepachtet oder gemietet hast und möchtest die weiter vermieten und du generierst Überschüsse. Dann hast du auch die Pflicht, dich anzumelden. Allerdings meldest du dann VUV, Vermietung und Verpachtung an. Und das hat steuerliche Vorteile, als wenn du einen Gewerbebetrieb beispielsweise anmelden würdest. In der sechsten Form geht es darum, dass du Kapital hast und das irgendwo investierst, also anderen Menschen zur Verfügung stellst, damit die damit wirtschaften. Egal, ob du jetzt Aktien kaufst, dich an Unternehmen beteiligst oder irgendwo anders Zinseinkünfte erzielst, dann wirst du in der Einkommensteuererklärung einfach das als sechste Einkunftsart aufbauen und angeben. Aber du musst nicht unbedingt ein Gewerbeunternehmen anmelden. In der siebten Form geht es darum, dass du sonstige Einkünfte angibst, zum Beispiel Renteneinkünfte, wo du verkaufst irgendetwas privat regelmäßig oder hohem Wert oder Bitcoin-Geschäfte. All das wird dort unter der Rubrik Sonstiges anzugeben sein. Und da lade ich dich ein, im Internet mal zu recherchieren und das Einkommensteuergesetz auch mal aufzusuchen und dann genau die Liste rauszusuchen, was da anfällt. Kommen wir nun zur Frage, wie viele Unternehmungen und Vorhaben kannst du anmelden? Und da ist der erste Punkt, ist, du kannst in jedem Bereich so viel wie möglich, wie du organisieren kannst, an Unternehmungen anmelden. Die einzige gesetzliche Limitation tatsächlich liefert dein Arbeitsvertrag. Wenn du angestellt tätig bist, dann sind diese Tätigkeiten teilweise genehmigungspflichtig. Und die zweite gute Nachricht ist, du kannst nicht nur ein Gewerbe anmelden, du kannst sogar mehrere Gewerbe anmelden. Du kannst beispielsweise ein Gewerbe durchführen mit dem Handel, du kannst dann noch eine Gewerbegründung durchführen als Kapitalgesellschaft mit einer UG und einer GmbH. Du kannst dann parallel als Künstler noch kreativ sein oder als Sänger und du kannst natürlich das, was du zur Vermietung hast, auch vermieten. Das Fazit also ist, du kannst überall Unternehmungen gründen und du kannst in jedem Segment so viele Unternehmungen gründen, wie du Zeit und natürlich auch Kapital hast, das zu finanzieren. Wenn du noch wissen willst, welche Rechtsform ist tatsächlich dann für die einzelnen Vorhaben auch noch für die beste oder möchtest Unterstützung haben, diese einzelnen Vorhaben auch auf die Straße und umgesetzt zu bekommen, dann lade ich dich gerne ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Gerne kannst du hier alle Fragen stellen, du kannst uns aber auch gerne weiterempfehlen und jetzt dieses Video mit Daumen hoch bewerten und unseren Kanal abonnieren. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Vielzahl deiner Vorhaben.